Willkommen in meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie man sowas baut. Ja, sowas mit Hochfrequenz. Habe ich euch ja gezeigt, wie so ein Treiber, ne? Für MOSFET, damit der MOSFET sich richtig verhält. Oder sowas, der kann auch das hier, das kann der auch. Einen Moment, so hier mit dem Sensor, der E-Zigarette, einfach, ne? Oder E-Zigarette, ihr kennt das ja, Leute, ne? so was zum Ziehen. Und oder direkt anschließen, dann funktioniert der auch. Hier kann man einstellen mit dem Poti schnell und langsam oder mit dem LDR, wie ihr wollt. Ja. Dann muss man noch so ein Lichtlein, ne? So, ja, zeige ich euch alles. Moment, gehen wir mal zu unser Profi. So, zwei Widerstände, Leute. Und dann nicht vergessen, bitte abonnieren meinen Kanal, ja, kostet euch gar nichts. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr ruhig ein Like da lassen. Das würde ich mich sehr freuen. Und ein Kondensator, ne? Ein Widerstand natürlich für die LED zum Kontrollieren. Zu gucken, ob das Teil auch funktioniert, nur zum Information, ja, ja. Die 4 und 8 kommen zusammen, Leute. Die 6 und 2 zusammen, ja. Dann kommen unsere LEDs. Der ganz obere, so Spannungsteiler, kann man sagen. Und dann der ganz untere kommt an 2 und 6. Und der Kondensator kommt an die 1. Ja, das ist auch Masse. Und dann den Kondensator auch mit den 6 und 2. Unsere Masse. Minus in dem Fall direkt an die 1 Ground. Dann nehmen wir mal Stromquelle. Strom haben wir jetzt auch genommen und an Plus. So, wie gesagt, 4 und 8. Kann man ein bisschen vergrößern. Ja, 4 und 8 ist zusammen und das ist die Spannung. Hier. Sieht man das ja, ne? Und dann an die 3, out. Out. Kommt unsere LED. So, kommt unsere LED an die Masse dann. So, mal anmachen. So, im Moment klappt nichts. Warum? Erstmal, die Spannung ist noch nicht so viel. Die Spannung ist auf 1.
Auf 1, da muss man auf 5 Volt machen, ne? Na, 5 Volt. Und hier die, der Widerstand muss noch runtergedrosselt werden auf 100 Ohm. So, so Leute, es blinkt jetzt. Und jetzt wollt ihr sagen bestimmt, ja, so kann man doch nicht die, so einen Trafo steuern, ne? Ist ja so langsam. Nein. Indem man, da ist mal hier so ein Bild, hier hat das im Moment die Frequenz 476 Hertz, zu wenig. Drehe ich eher an dem Kondensator an Nanofarad-Bereich, mach mal, ich mache immer 100 Nanofarad jetzt, 100, 100, 101, ne? So, jetzt haben wir 3 bis 4, machen wir ein bisschen stabilisieren. Ne? So. Mann. So, stabilisieren. Ja, 4 Kilohertz, ne? Sieht man das? So kann man dann mit diesem Trafo, ja, die Lichtgeschwindigkeit, also wie viele Überschläge und, ne, kann man regeln. Und dieser LDR, hier der, ja, also Abkürzung jetzt, der kommt zwischen Gate und die 3, Leute, der kommt, ich zeige ich euch hier, der kommt zwischen zum Beispiel, wenn ich, wie soll ich das denn machen, zum Beispiel hier haben wir ein MOSFET, hier ein NPN, na, der muss aber nicht so weit kommen hier. So, ja, hier ist unser Gate, ja, sagen wir mal als Beispiel, machen wir hier so einen Schalter, na, Schalter kann man auch nicht machen, ja, ja, also machen wir hier so einen Schalter als Beispiel, sorry, ey, was ist das jetzt, so, hier ein Schalter. Und hier kommt dieser LDR. Ein Moment. Hier. Ah, Mensch. Hier kommt unser. Seht ihr das, Leute? Hier kommt der LDR an Gate und hier der andere Pin kommt hier auf die 3. Auf die 3. Zwischen 3 und hier an den MOSFET Gate. Ne? So. So, wenn man da dran macht und hier an diesem MOSFET, sagen wir mal, so eine starke Lampe dran macht. Sorry, und sagen wir mal hier auch Plus nimmt, ja, dann hier an Masse, dann können wir hier so testen, da kann man, aber ist ja kein, ich habe ja jetzt hier kein LDR, Leute, ne? Also nicht, nicht, dass ihr denkt, was macht er jetzt, da stimmt was nicht, irgendwas hier ist faul.
Der dreht das nicht mehr. Mann, 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 was macht er denn jetzt? Nee, das ist schön. So. Also, hier, da. Da ist irgendwas faul hier. Weiß ich es nicht. Es spinnt. Das sind nur Kästchen. Guck mal, man sieht ja nichts mehr. Naja, nehmen wir so eins noch. So. Das heißt, drehe ich das hier hin, ne? Dann würde das jetzt so aussehen. Leute, habt ihr gesehen, ne? So, die Lampe ist aber nicht so stark, weil ich ja hier nur 5 Volt habe und das Teil funktioniert ja mit 5 Volt. Also muss man hier extra Strom geben. Das heißt, wenn man hier so eine Stromquelle hat, so wie hier, gedrosselt und dann die 12 Volt direkt an die Lampe durch den MOSFET 12 Volt hier minus rein, ja, und plus, also plus so, minus an die Plus und dann an die Lampe dran. Also ein Kreis, so wie hier. Hier würde zum Beispiel Plus rein, also in dem Fall NPN, ne? Hier Plus, ja, zum Beispiel, und hier Minus, Source. So, sobald hier Signal kommt von dem NE55, dann schaltet er durch und die Lampe würde blinken, wenn der blinkt, wenn der nicht blinkt, blinkt das auch nicht. So, und dieses LDR, was wir hier eben gesagt haben, jetzt ist es durcheinander. Mensch, so, dieses LDR würde ja, einen Moment, das hier zum Beispiel ist ja, sagen wir mal, ist ein LDR, ja. Der lässt ja, je nachdem wie viel Licht da drauf fällt, wird der MOSFET bestromt, also kriegt einen Gate-Strom, ja. So, und dann schaltet er durch. Dann geht die Lampe an. Vielen Dank zum Zuschauen, Leute. Falls ihr Fragen habt, immer Fragen. Ich beantworte das. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr Fragen habt, immer schreiben. Ja? Ich antworte da drauf. Und egal was für Fragen, ja, ich versuche immer zu antworten. Vielen Dank. Bis zum nächsten Video. Tschüss.